Na, also ich denke, das Erste, woran die allermeisten wahrscheinlich denken, wenn sie das Wort Demokratie hören, ist sowas wie Politik. Verstehe ich nicht, interessiert mich nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, so ging es mir eine sehr lange Zeit eigentlich auch. Also zum Beispiel sowas wie Gemeinschaftskunde oder Politikunterricht in der Schule, also da kann man echt vergessen, dass ich da irgendwie irgendwas hinkriege. Aber ich habe letztens tatsächlich ein sehr gutes Zitat gehört, wo ich eigentlich mal drüber nachdenke. Das passt eigentlich sehr gut zur Frage. Das war von Dieter Zimmermann, ein relativ bekannter Linguist. Der hat mal gesagt, auf große Fragen gibt es keine großen Antworten, sondern nur viele kleine. Und ich denke, das trifft hier echt sehr gut zu, weil Demokratie ist viel mehr als einfach nur eine Staatsform, eine Regierungsform. Und ich denke, Demokratie ist viel mehr ein Gefühl, also ein Gefühl von Emanzipation, ein Gefühl von Engagement, ein Gefühl von Solidarität und auch von Freiheit einfach. Und ich denke, der Begriff Demokratie und einfach der Begriff Herrschaft des Volkes, es wird einfach oft in eine falsche Schublade gesteckt, weshalb man sich da einfach gar nicht gerne mit auseinandersetzen möchte. Dabei denke ich, dass gerade gegenseitige Kommunikation und einfach ein Handeln erforderlich ist, um Demokratie überhaupt in Gang zu setzen und zu verstehen, was der Begriff eigentlich wirklich bedeutet. Also in der Demokratie ist es halt so, dass man sowohl jetzt einzeln als jetzt einzelner Bürger, aber auch als im Blick auf das Gesamtkonstrukt einfach das Gefühl hat, repräsentiert zu werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Nachrichten schaut und man sieht, ein Politiker gerade jetzt, wo vor kurzem die Bundestagswahlen waren, wo die Ampel gewählt wurde und auch wo der neue Bundeskanzler gewählt wurde, hat man irgendwie sofort das Gefühl oder sollte man eigentlich haben, dass diese Politiker, die man dort sieht, quasi das Ergebnis der eigenen Interessen sind und dass diese Leute eben auch die Ergebnisse, die Interessen der Bürger und auch des Einzelnen quasi vertreten. Wenn ich an das Wort Demokratie denke, dann denke ich sehr oft direkt an Meinungsfreiheit. Denn ich finde es besonders wichtig, dass jeder seine eigene Meinung vertreten darf. Und auch wenn es darum geht zu wählen, sollte nämlich kein Zwang auf Menschen ausgeübt werden. Denn jeder sollte immer noch sich selbst treu bleiben und seine eigene Meinung vertreten dürfen.